Wir melden uns heute aus Heidis Zauberpark in Dornbach. Heidis Zauberpark, ein Ort, in dem das Gespräch, die Diskussion immer einen hohen Stellenwert hat. Und das ist auch ein Grund, warum wir uns für unseren heutigen Interviewpartner, für unser heutiges Interview, diese Örtlichkeit ausgesucht haben. Aber was den Zauberpark betrifft, ich möchte einfach Menschen zusammenbringen und schauen, dass wir einfach ein schöneres Leben führen können, alle zusammen. Es geht hier, dass wir über die Gesundheit reden, dass wir über schöne Dinge des Lebens reden, dass wir die Natur einbeziehen, dass wir einfach schauen, wie wir glücklich und zufrieden sind. Ich persönlich, ich bilde ja Mediatoren, Lebensberater aus und habe ein Coaching-Café gegründet, wo Leute herkommen, wenn sie Probleme haben. Peter Klein ist seit vielen Jahren in der systemischen und therapeutischen Aufstellungsarbeit tätig. Genau diese Arbeit hat ihm auch inspiriert, seinen ersten Roman Die Leiden des Wesens zu schreiben. Darin spiegelt sich seine Erfahrung im Zuge seiner therapeutischen Tätigkeit wider. Es geht hier speziell um die Kriegsgeneration, das immer wieder zum Vorschein kommt. Und das Interessante, dass das Erlebte und die Geschehnisse dieser Kriegsgeneration oft auch dann auf das Leben von Generationen danach noch ihre Auswirkungen haben. Das Spannende mit der Geschichte ist, dass man sie ja immer rückwärts beurteilt. Und als ich so in der Endphase war, meinen Roman zu schreiben, Die Leiden des Westens, machte mich ein Düsseldorfer Theaterdirektor darauf aufmerksam, ich soll unbedingt noch ein Buch lesen, das da heißt Die Geschichte eines Deutschen. Und dieses Buch ist ungefähr geschrieben worden 1935, 36. Und dieser Düsseldorfer Theaterdirektor meinte, alles, was nach 1945 geschrieben wurde, war natürlich beeinflusst dadurch, dass man ja wusste, wie der Zweite Weltkrieg ausgegangen ist und was da alles Schlimmes passiert ist. Ein Zeitzeuge von 1935, 1936 beschreibt natürlich etwas den Zeitgeist, wie es in diesen Jahren wahrgenommen worden ist. Also zum Beispiel, dass man über einen Hitler in der intellektuellen Szene gelacht hat, dass man gesagt hat, so schlimm wird das alles schon nicht werden. Der macht halt ein paar Sprüche, um gewählt zu werden. Dass Leute ihn gewählt haben und nie davon ausgegangen sind, was da irgendwo alles nachfolgen wird. Ich glaube, den Baumeister Richard Lugner brauchen wir in Österreich und in Wien kaum jemanden noch vorstellen. Peter Klein hat Richard Lugner hier in dem Zauberpark kennengelernt, hat mit ihm geplaudert. Und Richard Lugner hat sich bereit erklärt, ein Interview mit ihm zu machen, wo es um die Geschehnisse der Zeit zwischen 1938 und 1945 aus der Sicht eines damals 6- bis 12-Jährigen geht. Und aus diesem Buch heraus, das ist der Roman Die Leiden des Westens, das ist eben so entstanden, dass wir festgestellt haben, dass es immer wieder, wenn wir in den Generationen zurückgehen, wir im Kriegsgeschehen ganz einfach landen. Und die Heidi Bernhard hat uns bekannt gemacht und hat ihnen das Buch gezeigt und sie haben ganz spontan gesagt, den Hitler, den kenne ich ja noch, ich war damals ja auch noch Deutscher, zwangsläufig. Und da ist mir das so bewusst geworden. Ich würde sagen, 7 Jahre Deutscher, von 38 bis 45, ja. Weil damals Österreich, Ostmark ein Teil Deutschlands war. Und das fand ich eben spannend, weil so viele Zeitzeugen, die sich an das so noch erinnern, gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Ja, ich bin sehr, sehr jung gewesen zu der Zeit. Ich habe den Einmarsch von Hitler, war ich 6 Jahre, habe ich mitbekommen. Und die Euphorie, die in Österreich geherrscht hat, weil es wieder Arbeitsplätze gegeben hat. Es war ja Jahre davor Wirtschaftskrise, Arbeitslose und es ist nichts gegangen. Und der Hitler hat einfach Arbeitsplätze geschaffen und damit hat er einen Zulauf bekommen. Er war auch ein hervorragender Rhetoriker. Über alles andere, was nachher war, möchte ich wenig sagen, weil sonst kommen wir mit irgendwelchen Gesetzen in Schwierigkeiten. Mich hätte mal interessiert, wie hat man das aus der Perspektive eines 6-Jährigen erlebt? Hat man da noch Erinnerungen dran? Ist da vorher drüber? Erinnerungen, ja. Ich kann mich an das erinnern. Ich habe ihn gesehen, im Imperial, am Hotel, und da waren unendlich viele Leute.
das habe ich gesehen, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen, weil an die Zeit der Sechsjährigen kann man sich wenig erinnern. Und es war eben die, es gab Arbeitsplätze, es gab Arbeit, das Volk war zufrieden. Ich meine, es wurden Kinder produziert, noch und noch, das waren die geburtenstärksten Jahrgänge, 39, 40. Ist halt das Problem, dass dann ein Krieg ausgebrochen ist, den man einfach nicht gewinnen konnte, weil man nicht gegen Russland und Amerika und noch etliche Länder Krieg führen kann. Die Geschichte vor 1938 habe ich als Sechsjähriger oder nicht mitgekriegt. Das wurde auch in der Schule nicht unterrichtet. Ich habe den Krieg erlebt und war zum Kriegsende 12 Jahre alt, aber was damals in der Schule erzählt wurde, das war nach meinem eigenen Ermessen nicht dasselbe, wie es war. Aber ich glaube, über das darf man nicht reden, weil sonst ist man ein Neonazi oder sonst irgendein böser Mensch. Naja, ich würde es mal aus der Perspektive eines Sechsjährigen sehen. Hat man damals verstanden, dass es dann Österreich nicht mehr gibt und dass man Deutscher ist, dass das was anderes ist? Oder konnte man das in dem Alter gar nicht erfassen? Ich meine, das als Sechsjähriger nimmt man die Tatsachen wahr. Ich bin in die Schule gegangen, das kam in die erste Volksschule, da gab es 4 Noten. Und dann in der zweiten Volksschule gab es 6 Noten, da gab es noch mangelhafter als 5er und erst 6, das ist nicht genügend. Und dann 1945 gab es wieder 5 Noten. Aber als Sechsjähriger hat man keine politischen Empfindungen und irgendwelche Dinge, wo man sagen kann, so habe ich das wahrgenommen. Das wäre zu viel verlangt. Ja. Nee, das kann ich auch verziehen bei den 6 Jahren. Jetzt rechne ich mal hoch, 1945 ist man dann ungefähr 13. Wie ist es dann, wenn man sagt, und jetzt seid ihr Österreich? 1945, zu Kriegsende war ich 12 und bin im Oktober 13 geworden. Da, wie die Russen nach Wien gekommen sind, haben wir meine Mutter ersucht, dass wir Wien verlassen. Wir haben uns innerhalb von einer halben Stunde entschieden, Wien zu verlassen. Wir sind im letzten Zug vom Franz Josef Bahnhof rausgefahren. Hinter uns wurde die Tullner Donaubrücke gesperrt. Wir konnten bis Krems fahren und dort haben wir am Bahnhof am Boden geschlafen, weil der Zug nicht weitergegangen ist. Wir wollten ins Waldviertel fahren, wo wir Leute kannten und wo wir das Kriegsende erleben wollten. Und dann gab es nur mehr, dann bin ich ein überzeugter Österreicher gewesen und geworden. Und da ging es darum, das Land wieder aufzubauen. Und das habe ich erlebt, wenn man an den Stephansdom denkt. Das waren Etappen, die ich als 12-, 13-, 14-, 15-Jähriger erlebt habe. Da kam die Glocke, die Bummerin nach Wien. Da bin ich gestanden auf der Straße, wo sie gekommen ist und habe geschaut, wie man die Glockenkönigin vom Stephansdom wieder nach Wien bringt. Und der Stephansdom ist langsam aufgebaut worden. Und damals gab es einen sehr tollen Domprediger, den Dr. Thorr. Und den habe ich mir immer am Heiligen Abend in der Badwanne angehört, was der gepredigt hat. Und das war eigentlich was Gutes. Und damals waren auch die politischen Parteien in Österreich, die Roten und Schwarzen, haben miteinander das Land aufgebaut. Die haben nicht miteinander gestritten, sondern die waren einfach dafür, das Land aufzubauen. Und dann 1955 bekamen wir den Staatsvertrag. Da mussten wir, was sie Reparationen zahlen, Russland mussten Dinge hergeben, das Öl und die verstaatlichten Betriebe den Russen abkaufen und alles das sogenannte deutsche Eigentum. Das habe ich alles erlebt und ich war Österreicher und war glücklich, dass wir den Staatsvertrag hatten und nach ein paar Jahren hatten wir das bezahlt. Und es ist alles aufwärts gegangen. Während heute überschüttet man die Wähler mit Sozialleistungen, damit sie die verschiedenen politischen Parteien wählen. Und man zerstört dadurch Arbeitsplätze, wenn die Lohnkosten zu hoch werden. Und das kapiert man nicht. Die politischen Parteien sind einfach nur mehr für sich selber da und nicht für Österreich. Und das ist der Schaden, der nach so vielen Jahren
entstanden ist. Nach dem Krieg war das anders. Würden Sie sagen, wenn man sowas als Kind erlebt hat, hat Sie das beeinflusst, in die Richtung Unternehmer zu werden, dass man irgendwie anders mit diesen... So sagen, die ganzen Probleme im Krieg, wo man nichts zu essen hatte, wo man Not gelitten hat, wo man einfach nichts gehabt hat. Und dann der Wiederaufbau von Österreich ab 1945 und der Aufstieg von Österreich und auch von mir als Person, das sind Dinge, die mich geprägt haben. Und ich bin heute einer, der sagt, ich bin stolz darauf, dass ich so weit gebracht habe. Ich habe damals nicht gerechnet, dass ich auch nur einen Bruchteil von dem erreiche, was ich heute habe. Ich war 1952, ein Jahr vor der Matura, mit drei Schulfreunden in Venedig mit dem Fahrrad. Und dann haben wir uns getroffen und gesagt, und in 3-4 Jahren fahren wir mit einem Motorroller wieder nach Venedig. Zwischenzeitlich hatte ich schon ein Auto, ein altes zwar, aber ich hatte eins. Und da hat man gesagt, das werden wir uns schaffen und das werden wir schaffen, dass ich dann ein Bauunternehmen gegründet habe, das zu den 20 Größten von Österreich gehört hat. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Aber ich habe mein Leben lang viel gearbeitet. Ich bin heute 84 und arbeite noch 60, 70 Stunden in der Woche. Man muss was leisten, wenn man was erreichen will. Und dieses Credo, glaube ich, das habe ich mal gemerkt. Würden Sie denn sagen, dass der Zusammenhalt nach dem Krieg stärker war, als man das in der heutigen Zeit erlebt? Nach dem Krieg ging es darum, dass man Österreich wieder aufbaut. Damals waren die Schwarzen und die Roten sind aus dem KZ gekommen und haben gemeinsam das Land aufgebaut. Und da ging es nur darum, das Land wieder aufzubauen, den Staatsvertrag zu erreichen und einfach Österreich weiterzubringen. Und da waren beide, haben da am selben Strang gezogen. Und heute geht es um Parteipolitik, wo man einfach immer wieder nur Sozialleistungen verteilt und damit Arbeitsplätze gefährdet oder Arbeitsplätze vernichtet, weil wenn die Löhne zu teuer werden, wenn die Lohnnebenkosten zu teuer werden, dann produzieren die Leute woanders. Es ist zum Beispiel in der Zeitung die Woche gestanden, C&A hat das Zentrallager in Oberösterreich für Osteuropa und jetzt verlegen wir es nach Bratislava, weil dort die Löhne billiger sind. Und irgendwann wird sich das nicht mehr ausgehen. Wir müssen einfach munter werden und müssen damit rechnen, dass wir mit dem Lohnniveau der umliegenden Länder konkurrieren müssen. Und wenn wir glauben, wir sind die Insel der Seligen, wird das nicht funktionieren. Ich würde nochmal zurückspringen wollen, 1945, Sie haben gesagt, Sie haben damals Wien verlassen mit der Familie, wie die Russen gekommen sind. Hat man da Angst gehabt? War das der Grund? Ich hatte Angst vor den Russen, absolut keine Frage. Es ist ja auch so, ich weiß es, wie mein Vater ist in Russland umgekommen, er war Offizier, war Oberleutnant, war der Kommandant für die Verteidigung von Novi Bug. Das ist eine Stadt in der heutigen Ukraine. Und die hatten einfach nur die Aufgabe, die aufzuhalten. Sie hatten weder genug Munition noch sonst was. Und er ist dann in Gefangenschaft geraten und da hat man allen die Schuhe weggenommen. Am 14. März, da ist es in der Ukraine damals sehr kalt gewesen, nicht so wie heute. Und da mussten sie, in die erste Nacht wurden sie ein bisschen hinter die Front gebracht. Und dann sind es 90 Kilometer ohne Schuhe bei Minusgraden nach Krivaj Rog marschiert. Und das hat mein Vater, wurde dann zum Schluss von seinen Kollegen getragen. Und er ist dann ins Spital gekommen und ist dort vermutlich verstorben. Da wissen wir nichts Genaues. Und die waren halt nicht menschlich. Wobei, glaube ich, Krieg ist überhaupt nichts Menschliches. Ja, ich denke, das ist dann von allen Seiten ausgegangen. Ich meine, Sie haben ja auch mal letztes Jahr oder vor zwei Mal mal kurz überlegt, sich politisch zu engagieren. Hat das noch irgendwas mit der Vergangenheit zu tun? Oder war das auch ein Protest mehr an der aktuellen Situation? Ich habe bei der Bundespräsidentenwahl 1998 kandidiert. Damals habe ich es wirklich angestrebt, aber ich habe gesehen, das hat keine Chance. Und vergangenes Jahr habe ich auch kandidiert, aber das war mehr über den Wunsch von meiner Frau, aber ich habe das Budget, was die Parteien von uns Steuerzahlern kriegen, nicht gehabt und habe dann
nachdem ich 700.000 Euro ausgeben habe, gesagt, mehr gebe ich nicht aus, weil das chancenlos ist. Vielleicht noch eine abschließende Frage, wenn man jetzt nochmal auf die Vergangenheit schaut. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, machen wir einen Schlussstrich drunter, reden wir gar nicht mehr über die Zeit 1945. Sollte man einen Schlussstrich machen oder gibt es noch was zu lernen, was wir aus der heutigen Zeit wirklich noch lernen können? Ich glaube, man müsste die Parteien dazu bringen, dass sie wieder gemeinsam für Österreich da sind. Damals war ja nicht nur, hat man Österreich aufgebaut, damals hat man auch in Europa, man hat einen Frieden geschaffen. Seit 1945 gibt es keinen Krieg in Westeuropa. Und das ist ein Wert, der unschätzbar ist für mich. Mein Vater war im Ersten Weltkrieg, 1918 bis 1938, das waren 20 Jahre, nach 21 Jahren war der Zweite Weltkrieg. Und ich hatte Angst, zum Kriegsende, ich war 12, dass ich, Schulkollegen von mir sind schon eingerückt, die 14 waren. Also ich bin froh, auch Europa hat damals richtig gehandelt. Dass jetzt die Engländer ausscheren aus Europa, werden wir überleben, aber es ist schade drum, die Einheit Europas sollte erhalten bleiben, genauso wie die österreichischen Parteien gemeinsam fürs Land da sein sollten. Aber heute ist sowohl in National- als auch Parteipolitik mehr im Vordergrund als Europa und als Österreich. Man sagt ja manchmal auch, die dritte Generation ist wieder besonders gefährdet. Die erste Generation hat es erlebt. In der zweiten Generation ist die Erinnerung noch da. Kann man einfach sagen, die Generationen heute, die bei uns, ich sage jetzt mal in Österreich, in Deutschland aufgewachsen ist, für die ist das einfach zu weit weg. Denen geht es auch schon wieder zu gut, dass die das überhaupt noch wertschätzen können. Ich würde sagen, den Deutschen geht es insofern ein bisschen besser, die haben kein Budgetdefizit, die haben Budgetüberschüsse, die bauen ihre Schulden ab und die Wirtschaft brummt in Deutschland. Es wird zwar momentan behauptet, dass die österreichische Wirtschaft abbrummt, mir fällt es noch zu wenig auf. Und ich meine jetzt speziell auch nochmal auf das Thema Krieg und Frieden, dass wenn man das einfach nicht erlebt hat, Sie haben das jetzt als Kind erlebt, dass man es vielleicht gar nicht wertschätzen kann, was das bedeutet, ein Europa im Frieden jetzt die Chance zu haben. Man sieht zwar in den Nachrichten, was in Syrien ist, was in wo die IS, die Hochburgen im Irak und überall, wie die zurückerobert werden und wie die Städte kaputt sind. Aber es ist die Frage, wenn man das am eigenen Leib fast erlebt, ist das was anderes, als wenn man das nur am Abend im Fernsehen sieht. Das ist wie ein Krimi. Glaube ich auch. Vielen Dank für das offene Gespräch und dass Sie uns auf diese Reise in die Vergangenheit nochmal mitgenommen haben. Ja.